Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, Folge 17. Granate Pingpong ist immer noch dabei. Toller Name übrigens. Ey, wirf mein Fleisch nicht weg, das habe ich mühevoll gesammelt und dir gegeben. Hallo, ich bin immer noch da. Du hast ja gar keinen Boden. Und du hast kein Bett. Top Secret. Geh weg. Du hast kein Bett. Wo ist mein ganzes Holz? Brauchst du noch mehr Holz? Ich kann dir Holz geben. Hä? Das ist dein Text dahin. Warte mal. Ich geb dir Holz. Schwein. Kriegst du eben kein Holz. Nee, ja. Das können wir uns selbst sehen, wo du musst du sehen, wo du bleibst. Ja. Wird halt gleich wieder Nacht. Ja, wird halt gleich wieder Nacht. Hast du ein Bett? Ja, ich habe ein Bett gebaut. Gut, dann können wir schlafen gehen gleich und dann gucken wir mal nach, wo wir was zu essen herbekommen. Ich habe nämlich selbst nichts mehr. Ja, doch Weizen. Nee, ja. Nee, doch. Doch hast du. Ja, aber das sagt mir nichts. Wie macht man denn überhaupt Brot? Ich habe so viel Weizen. Ah, ich habe Brot, okay. Zwei Brotstücke habe ich. Können wir schlafen gehen? Mhm. Du kannst nur nachts schlafen. Also. Da. Draufgehämmert. So, es ist ja, Tag. Ich will mein Haus zu Ende bauen. Ach, du willst dein Haus zu Ende bauen? Dann gucke ich mal nach, ob ich noch mehr Brot machen kann oder sowas. Oder ich schlachte mal ein paar Kühe, obwohl die mir ein bisschen leid tun, die Dinger. Kühe sollen dir nicht leid tun, die sind zum Essen da. Nee, die müssen ja noch Kinder machen. Die haben gar nicht genug gemacht. Dann mach ich mehr Kühe. Ja, eben. Ich weiß nicht, ich glaube pro Tag kannst du die einmal vermehren. Jetzt mache ich erstmal das ganze Weizen weg, auch dass es noch nicht gewachsen ist. Sehr schlau. Ja. Alles kannst du wieder pflanzen. Wachsen. Alles muss symmetrisch wachsen. Nein, gleichzeitig, dann kann ich alles gleichzeitig abernten, weißt du? Das, das geht sowieso nicht. Die wachsen alle verschieden, das ist ganz komisch. Ich habe gar nicht genug Weizen. Kerner. Tja, man kann es mal sehen. Ach nee, ich hatte ja mal zu viele Weizenfelder gemacht. Ja, genau. So, ich habe jetzt 8 Weizen. Ja. Sehr schön. Daraus kann ich jetzt Brot machen. Dann gebe ich dir die Hälfte davon. Ist das nicht fair? Ja, es ist total fair. Einfach. Schön brüderlich. Hat. Ja, gut. Ich habe nämlich schon eins gegessen, sonst hätte ich dir mehr gegeben. Nein, ich mach sogar. Doch, ich mache nur 2. Scheiße. Mehr habe ich nämlich nicht. Gut, ich habe noch Eier, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Eier? Die mag ich. Was macht man denn mit Eiern? Kuchen. Glaube ich. Aber ich kann nicht mehr sprinten, gell? Weil du Hunger hast. Ja, ich muss mal verrottetes Fleisch essen. Also ich weiß jetzt überhaupt gar nicht übrigens, ob das Spiel laut genug ist. Also du bist laut genug, ja, klar. Aber ob das Spiel laut genug ist, weiß ich nicht. Aber es muss ja nicht so sein, dass das Spiel lauter als ich bin. Irgendwann so, nee, das ist nicht, ja, klar, dich müssen sie verstehen. Die Frage ist nur eben, ob das Spiel, also es kann ja sein, dass das Spiel so leise ist, dass man das Spiel nicht mehr hört, weißt du. Ach so, okay. Das weiß ich nicht. Ich glaub's ehrlich gesagt nicht. So, noch ein bisschen Weizenkerne aufgehoben, gesammelt. Dö. So, wollen wir mal gucken, wie die Kühe so drauf sind. So, die machen Liebe. Liebe. Und dann schlachten wir mal eine Kuh. Oder 2. So. Kannst du doch nicht geben. Ja, doch. Ich müsste hier mal einen Ofen aufstellen. Direkt neben dem Stall. Damit die Kühe auch schon sehen, wo sie landen, wenn sie sterben. Super.
Ich will immer zu deiner Hütte gehen. Näher am Stall ist. Aber jetzt muss ich erstmal das Fleisch braten. Was machst du denn? Ich baue mein Haus gerade. Immer noch. Schön, schön. Ja. Ich müsste hier mal das Ding ordnen. Zaun. Willst du Leder? Dann kannst du dir irgendwas draus machen. Oder Eisen? Willst du Eisen? Nö. Nö, okay, dann. Nö. Dann nicht. Dann mache ich einen Eimer aus dem Eisen. Also, was wir brauchen, also was du brauchst, ist, nachdem du dein Haus fertig hast, ist eine Spitzhacke. Und eventuell eine Schaufel. Ach, echt? Ja, weil, also natürlich auch eine Axt, aber weil wir nämlich in die Mine gehen, habe ich so vor. Aha. Weil die muss ich nämlich noch zu Ende erforschen, die Mine. In der Mine? Ja, die Mine. Welche Mine? Die Liedsang-Mine. Weil ich habe keine Ahnung, wo die Höhle der Stille ist. Du willst das Niveau doch einfach nur hochtreiben, gib's doch zu. Hey, senken will ich's. Senken. Senken. Nicht hochtreiben, senken. Senken. Mit Absicht. Noch weiter runter. Ich will, dass die Leute mit Absicht aufhören, meine Let's Plays zu gucken. Ich will das nicht. Ich mach die ja nicht. Ich mach meine Let's Plays ja nicht, damit die Leute sie gucken. Eigentlich will ich halt, willst du aufhören. Ich will, dass die Leute sie nicht gucken, deswegen mache ich die. Ja, du willst das Internet damit plagen. Es finde ich immer so lustig, es gibt ja tatsächlich jetzt Player, die sagen, sie machen nicht Videos, damit die Leute sie gucken, sondern sie machen das aus irgendeinem anderen Grund. Ah, okay. Ja, dann frage ich mich immer, was soll das denn für ein anderer Grund sein? Also, was? Ja, gut, weißt du, wenn sie meinen. Ja, ich frage mich immer, was? Wie? Aus welchem Grund machst du denn sonst die Let's Plays? Na, um sich seine Videos im Internet anzuschauen. Ja, aber warum? Ich meine, man macht doch Videos im Internet, damit Leute sich die angucken. Da kann man doch nicht sagen, ja, ich mache die nicht, damit die Leute sie angucken, sondern ich mache es aus irgendeinem anderen Grund. Man könnte auch sagen, ich lade mir die Videos einfach auf YouTube hoch. Ja, aber warum? Weil auf meinem Rechner nicht genug Speicher ist. Ich will meinen Rechner einfach nicht mit Videos suchen. Aber warum machst du dann die Videos? Weil sie mir Spaß machen. Ja. Aber du willst ja trotzdem. Ja, aber dann könnten sie die ja privat stellen, weißt du? Ja, stimmt. Ich habe mich auch schon mal mit einem unterhalten, der hat gemeint, er würde Videos nicht machen, damit die Leute sich hier angucken. Vielleicht, wenn er sich selbst sagt, ich mache Videos, dann würde er vielleicht selbst auf, mit Videos zu machen. Wenn er sagt, nee, ich mache keine Videos, dann macht er vielleicht weiter. Nee, ich glaube eher, dass das einfach nur so ein blödes Gefasel war. Von wegen, nee, ich bin nicht so wie die anderen, weißt du? Ich bin nicht Mainstream. Ich bin nicht mehr, ja genau, ich bin nicht Mainstream. Ich mach keine Videos, damit die Leute sich die angucken. Ich will nicht geguckt werden, ich will nicht geguckt Videos. Werden. Nee, will ich nicht, ich bin nicht so. Hi. Hallo. Machst du dir was zu essen? Nein. Ich hab nämlich was für dich, wenn du was willst. Sehr schön. Willst du was? Ja. Ich hab dir doch Brot versprochen. Ja, hast du. Ein Stück. Und um meiner anti-veganen Ernährung treu zu bleiben. Freibrot. Ah. Mehr habe ich nicht mehr. Das ist alles Brot, das ich habe. Ich habe sonst nur Fleisch. Okay. Bist du bereit, in die Mine zu gehen? Hast du Spitzhacke und Zeugs? Ja, warte. Ich will Stein. Ich wollte mir dann diese Suppe machen, aber dafür bräuchte ich noch einen Fliegenpilz. So ein Scheiß. Ein Fliegenpilz? Wir haben nur einen Pilz. Keine Fliegenpilze.
Ja, gut, dann. Auf in die Mine? Ja. Wo guckst du denn hin? Sortiere nur kurz mein Inventar. Ich bin noch hier. Ich sortiere mein Inventar, sag ich. Mir nach! Ui. Kommst du? Auf und unser Verderben! Juhu. Wir sollten nicht so viel sprinten, dann kriegen wir nicht so viel Hunger. Brauchen wir ja auch nicht. Also eigentlich musst du nur den Fackeln nach. Hier, den Fackeln. Ah, ja. Da, welche Fackel? Den Fackel? Oh Gott. Die Fackel. Ich weiß nicht wo. Hast die kaputt gemacht? Hä? Du musst doch den Spieler erklären, wohin er gehen soll. Ja, anhand von Licht macht man folge das, den ja. Lichtquellen. Ja, folge den Lichtquellen. Das ist tatsächlich so, ne? Ja, aber Next Gen halt. Es leuchtet überall was. Es leuchtet Minecraft überall. Minecraft ist ja jetzt auch Next Gen. So. Also ja, hier. Deshalb leuchtet es auch überall. Hier sind zwei Mineneingänge. Einmal nach links. Das ist die unbekannte Mine. Da ist eigentlich nichts drin. Die endet nach 10 Mine. Metern oder so. Und das ist die Lizang-Höhle-Mine. Die hat eine Regel. Die Lizang-Mine. Die hat eine Regel. An die musst du nicht halten. Da steht nichts an der Mauer, also gibt's da keine Regel. Nee, die kommen noch. Die werden noch niedergeschrieben. Die werden noch niedergeschrieben. Okay. Eine Regel ist, wenn du was abbaust, musst du singen. Ah, vollkommen egal was. Ja, es ist egal, was du singst und wie du singst. Hauptsache, du singst. Ich muss das da mal zumachen. Da gehe ich immer lang. Okay. So. Und wenn die Fackel rechts ist, dann gehst du in Richtung Ausgang. Alles klar. So, ich führe dich mal hier lang. Nee, da nicht lang. Das ist nur ein flöder Fluss. Ich habe hier noch keine Monster gesehen übrigens. Ich höre sie. Ah, okay, da kommen sie auch schon. Ja, ich hätte mir vielleicht ein Schwert machen sollen. Ich habe noch. Oh. Steinschwert. Ja. Also es war jetzt das erste Viech, das ich hier in der Höhle gesehen habe. Ich höre sie immer durch die Wände, aber ich sehe sie nicht. Ich meinte, ich hätte hier viel weiter gegraben, aber ich... Ach genau, hier lang. Hä? Hier ging es doch lang. Nee. Also die Fackeln immer links postieren? Ja, die Fackeln immer links an der Wand machen. Wo kommst du denn her? So für so eine scheiß Spinne. Ich hatte hier auch irgendwo, also mein Orientierungssinn ist echt für den Arsch. So ein bisschen. Ich hatte hier auch irgendwo ein, vielleicht war das doch hier unten. Kann sein. Hier ist ein Wasserfall. Da unten ist ja, hier auch. Das ist, ja genau, da unten ist Lava. Und wenn du hier entlang gehst, da geht's tiefer in die Mine. Gott. Und hier ist alles Mögliche. Oh. Redstone. Ach so heißt es. Rotstein. Keine Ahnung, was man da machen soll. Immer wenn ich es abbaue, dann geht's kaputt. Aha. Also ich habe auch schon. Hier oben ist nichts. Okay. Will ich mal eine Fackel reinhauen. Aber da geht's runter. Nee, doch nicht. Hä, wo ging's denn jetzt lang? Wie gesagt, mein Orientierungssinn ist voll für den Arsch. Ich hatte die hier doch irgendwo. Seltsam. Also irgendwie, entweder hier ist eindeutig was eingestürzt. Oder. Ich weiß nicht mehr, wo die Sachen sind. Weil ich hatte hier eigentlich einen irre langen Tunnel entdeckt. Hörst du das? Du hast nicht gesoffen. Also, ja. Ja, schon Regel gebrochen, dann gilt sie nicht mehr, oder wie? Nee. Also, man sollte singen. Ich hab's ja auch nicht immer gemacht, aber man sollte singen. Saß du davor und hast überlegt, was singe ich jetzt, oder? Nee. Ich brauch's einfach ab, ohne dass es mitkriegt. Ja, das geht nicht. Alles hier.
Nee, war nicht. Du musst ja schon wieder. Ich gehe wieder in den Wasserfall hoch. Ich suche diese eine Höhle, die ich gefunden hatte. Wir kommen hier nicht zu nichts, ne? In den 15 Minuten, die wir haben. Wie viel Zeit haben wir denn? Wir haben nichts mehr. Wir haben 15 Minuten erreicht. Oh. Richtig geile Folgen. Ja, muss ich ja schon sagen. Spiel, Spaß und Action. Entspannung nicht so. Ach, hier ging's lang. Ey, ich bin so blöd. Gut, da gehen wir die nächste Folge lang. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Na, muss nicht mal aufhören. Scheiß. Ding.